Hallo Leute, meine Apple Watch ist endlich gekommen. Ihr habt sicherlich schon 1000 Unboxings gesehen, deswegen wird das jetzt ein relativ kurzes Video. Es gibt danach noch ein kleines Hands-on und fangen wir mal an. Das Ganze wird geliefert in so einer länglichen Box, wenn ihr die Apple Watch Sport bestellt habt. Und das Paket wiegt 1,5 Kilo, man merkt schon ziemlich schwer, obwohl die Uhr ziemlich leicht ist. Wir haben hier einen schicken Tab, den wir hier ziehen können, damit das Ganze aufgeht. Dann können wir hier das Ganze auch schon aufklappen. Und dann sehen wir auch schon hier wunderbar stehen Apple Watch. Das Ganze können wir dann hier rausheben. Und haben dann hier die schöne Apple Watch Verpackung. Und ja, falls ihr wissen wollt, welches Modell ich habe, die Apple Watch Sport in Space Grau in 42 mm gekauft. Wie bei jeder Apple Packung haben wir da eine Folie drum. Die können wir da ganz einfach hier mit dem Messer durchschneiden. Ziehen wir hier hoch. Und man merkt schon, die Verpackung ist ziemlich hochwertig, denn das ist wirklich ein stabiles Stück Karton, was wirklich auch schwer ist. Dann haben wir hier so eine kleine Tube, nenne ich das Ganze mal, wo die Apple Watch dann drin sitzt. Für mich hat das Ganze in den 1000 Unboxing-Videos, die ich mir angeschaut habe, eher ausgesehen wie so eine Aufbewahrungsbox für eine Zahnbürste oder sowas. Und nicht für eine Apple Watch. Auf jeden Fall schauen wir mal, was hier noch weiter drin ist. Da haben wir hier zum einen das Ganze, die ganzen Booklets und so weiter mit Anleitungen, falls ihr noch nicht wisst, wie das Ganze geht. Und zum Schluss haben wir hier dann nochmal das kleinere Band, falls ihr einen ziemlich kleinen Arm habt, habt ihr hier nochmal das Wechselband für die kleineren Arme. Können wir auch mal hier zur Seite packen. Und dann haben wir hier den Netzstecker, ganz normal vom iPhone bekannt, der in die Steckdose kommt. Und dann haben wir hier das magnetische Aufladekabel für die Apple Watch. Das kommt dann einfach auf die Rückseite dran. Bei der Apple Watch Sport, also bei der billigsten Variante, haben wir hier so ein Plastikteil, ein Plastikmagnet, der ein bisschen dicker ist als von der normalen Watch. Und der ist auch nicht aus Edelstahl wie bei der normalen Watch, also hat Apple da schon mal ein bisschen was gespart. Auf jeden Fall, was ich gesehen habe in den 1000 Unboxing-Videos, die ich gesehen habe, ist das Kabel relativ lang, damit ihr das auch wirklich von der Steckdose auf euren Nachttisch wirklich perfekt hinlegen könnt, ohne irgendwelche Hindernisse oder dass das Ganze zu kurz ist. Und wie ihr seht, also ungefähr 2 Meter sollten das sein. Können uns ja den Stecker nochmal aus der Nähe anschauen. So, da ist dann nochmal eine Folie drum. Können wir hier dann abmachen und einmal außen rum dann noch. Und hier oben drauf ist auch nochmal eine. So, da wo das Ganze so gewölbt ist, wie ihr sehen könnt, kommt die Watch dann drauf, wird geladen, also könnt ihr das so auf den Tisch legen und die Watch liegt da drauf und sie wird dann aufgeladen. Ja, hier haben wir dann die richtige Watch eigentlich. Die können wir dann auch nochmal hier öffnen an diesem ganzen Tab, wo wir ziehen können. Ist auch nochmal in Folie alles eingepackt. Ist wirklich eine sehr, sehr hochwertige Box, wie ihr sehen könnt, glossy mit einem Apple-Logo. Und das können wir dann einfach hier aufmachen. Und dann sehen wir hier auch nochmal Apple Watch Sport. Ist mit so einem wunderbar weichen Fell, damit der Uhr nichts passiert. Und da haben wir die Uhr dann. Können wir dann hier wunderbar rausnehmen. Und wie gesagt, ich habe die Space-graue Variante mit dem schwarzen Sportsband. Können wir hier nochmal die Folie abmachen. Denn wir brauchen schon Folie. Ja, da haben wir auch das gute Stück schon. Wie wir sehen, alles in Space Grau gehalten. Finde ich wirklich ultra, ultra schick. Finde ich die beste Kombination. Ich habe auch noch ein anderes Band bestellt. Das schwarze Lederband wird dazu wunderbar passen, gehe ich mal davon aus. Und ja, hier haben wir dann die Sensoren auf der Rückseite der Uhr. Hier haben wir die Knöpfe zum Wechseln des Bandes. Zack, so einfach geht das. Ja, hier haben wir die Crown, wie die Apple sie nennt, dieses Drehrad. Und ja, das ist die Watch. Die wird jetzt meine schicke Uhr hier ablösen. Und ja, schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr dazu für Videos sehen wollt. Ich werde jetzt noch ein Video machen, wie ihr das Ganze aktiviert, einrichtet. Ja, und mein erster Eindruck nach der Einrichtung. Also könnt ihr schon mal darauf freuen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Unboxing gefunden habt. Ich weiß, ihr habt sicherlich schon 1000 Unboxings zu Apple Watch gesehen.
Trotzdem wollte ich meine Version jetzt auch nochmal hochladen, damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt meine Watch habe und dazu Videos machen kann. Und ja, ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen, weitere Abonnenten für die ganzen Apple Watch Videos oder generell Apple Videos sind auch sehr willkommen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!